Die Vorstellungsrunde haben wir jetzt hinter uns. Und bevor es jetzt weitergeht mit unserem ersten Impulsvortrag, möchte ich noch gerne ein paar Informationen weitergeben zum Bundesverband Mittelständische Wirtschaft. Auf dieser Folie sehen Sie alle wichtigen Informationen zum BVMW. Der BVMW ist sehr groß, mit der Verbändeallianz 270.000 Unternehmen in Deutschland und 300 Kollegen in Deutschland sind unterwegs als Netzwerker. Ich bin einer von 25 Kollegen in Hessen. Das Besondere hier in der Rhein-Main-Region, was wir angefangen haben vor 5 Jahren, ist der Aufbau von Kooperationsnetzwerken. Das finden Sie sozusagen ganz unten auf dieser Folie, nämlich da geht es darum, Unternehmer und Unternehmerinnen zusammenzuführen, Synergieeffekte zwischen den einzelnen Unternehmen zu erkennen und dann gemeinsam an den Zielen, die durch die Gespräche entstehen, auch zu arbeiten. Hier sehen Sie die Wirtschaftsregion Frankfurt-Rhein-Main. In der Wirtschaftsregion Frankfurt-Rhein-Main sind wir mit etwa 15 BVMW-Kollegen unterwegs. Im 50 Kilometer Radius, das ist der zweite Kreis von innen, gibt es 80.000 interessante mittelständische Unternehmen. Und wenn man natürlich das Rhein-Main-Gebiet sieht, dann sind auch die 40 großen Messen, die im Jahr stattfinden, die ISH oder Facility Management Messe, um nur zwei zu nennen. Im Jahr präsentieren sich auf den Frankfurter Messen 41.000 Aussteller und 1,5 Millionen Besucher besuchen jedes Jahr diese 40 Frankfurter Messen. Von diesen 1,5 Millionen Besuchern sind 46% aus dem Ausland. Vor 5 Jahren ist das Ganze gestartet mit einem ersten Unternehmertreffen Logistik und Mobilität. Ausschlaggebend war die Idee, die Vision, die hinter dem House of Logistik und Mobilität steckte. Damals, als die Vision von dem Dr. Stefan Walter mir gesagt wurde, was im Holm entstehen soll, habe ich gesehen, dort sind die Großen der Wissenschaft und die Großen der Wirtschaft zusammen. Aber was gefehlt hat, waren die kleinen, innovativen, mittelständischen Unternehmen. Und da haben wir als Bundesverband angefangen, ein Unternehmertreffen Logistik und Mobilität zu initiieren, um genau die kleinen Unternehmen, die innovativen Unternehmen zusammenzuholen. Und dieses Unternehmertreffen ist gewachsen, damals bis 52 Teilnehmer. Bei 52 Teilnehmer, etwa so viel, wie wir heute hier haben, ist es eigentlich nicht mehr möglich, sich wirklich mit jedem zu unterhalten. Und da haben wir gesagt, die Treffen sollten eigentlich maximal bis 40 Teilnehmer gehen. Heute haben wir wieder eine Ausnahme, weil wir ein super spannendes Thema auch haben. Gott sei Dank kam damals Edgar Reh auf mich zu und sagte, so wie dieses Unternehmertreffen Logistik und Mobilität organisiert ist, super, wir hätten das Gleiche gerne für die Branche Bau und Facility Management. Wir haben einen Tag später damit angefangen und heute haben wir das 30. Unternehmertreffen Bau und Facility Management. Chemie und Pharma sind wir gerade in Vorbereitung von dem 9. Unternehmertreffen. Das wird voraussichtlich in Weilburg sein, bei der Weilburger Korting. Und das Unternehmertreffen Personal und Weiterbildung, was wir in Verbindung mit unseren Partnern Monster, TÜV Rheinland und QFE durchführen, hat jetzt auch zum 9. Mal stattgefunden. Wir bereiten gerade das 10. Treffen nächsten Monat vor. Das Thema dort wird nächsten Monat sein, Employer Branding. Bei dem Unternehmertreffen IT und Medienkompetenz hatten wir gerade das 15. Treffen. Und das 16. Treffen wird etwas ganz Besonderes sein, weil wir führen eine Unternehmerreise durch zu CeBIT nach Hannover. Wir fahren also mit 30 Unternehmern mit dem ICE nach Hannover, besuchen dort hessische Unternehmen und fahren abends wieder zurück nach Frankfurt. Ich werde immer gefragt, was kommen denn eigentlich für Teilnehmer zu den BVMW-Unternehmertreffen? Und ich habe mir mal die Arbeit gemacht und habe mal eine kleine Auswertung gemacht. Sie können wahrscheinlich von hinten nicht lesen, welche Teilnehmer jetzt auf dieser Folie stehen. Das ist die aktuelle Teilnehmerliste derer, die heute hier sind. Also Ihr Name steht auch dort drauf. Und wenn man hier sieht, das sind 52 Personen, etwa 63% dieser Personen sind Inhaber, Geschäftsführer oder Vorstände. Dann haben wir 18% in der Funktion Abteilungsleiter, Bevollmächtigte von Unternehmen, 5 Berater, Consultants, das sind 9%, 2 Hochschulen haben wir heute Abend hier, eine Studentin mit der Frau Witt, ich freue mich sehr, dass sie dabei ist, und 2, und hat sich erhöht, nämlich 4 BVMW-Kollegen, die sozusagen auch in der Funktion als Netzwerker heute Abend ihren Dienst tun. Ich möchte gerne eine Person aus dem Raum besonders hervorheben und bitte den Herrn Hamann kurz zu mir nach vorne. Herr Hamann, mein BVMW-Kollege aus Lübeck, hat sozusagen gestern mit mir telefoniert und hat mir gesagt, dass Sie ein ganz guter Unternehmer sind. Deswegen freut es mich, dass Sie den weiten Weg auf sich genommen haben von Ihrem Standort. Wie viele Kilometer sind Sie gefahren? Fast 500.
500 Kilometer, um hier nach Frankfurt zu kommen. Das, glaube ich, ist auf einen Seite ein Applaus wert. Und als kleines Dankeschön eine BVMW Sektflasche, die ich bitte, sich schmecken zu lassen. Super, vielen Dank. Ich hoffe, ich kenne den Vortrag. Ich denke, die Reise ist auf jeden Fall wert gewesen. Okay, danke. Der Hermann ist BVMW-Mitglied bei dem Kollegen in Lübeck und es gibt auch das Interesse von dem Kollegen, BVMW-Kollegen in Lübeck, dass diese Veranstaltung, die jetzt im November in Hamburg stattgefunden hat mit 80 Teilnehmern, jetzt heute mit 52 Teilnehmern hier stattfindet, auch demnächst in Lübeck stattfindet. Also von daher kann ich das nur empfehlen. Das Thema interessiert sehr, sehr viele, ist sehr, sehr wertig. Damit Sie noch ein bisschen mehr Hintergrundinformationen haben, was wir hier im Rhein-Main-Gebiet besonders machen, zeige ich Ihnen hier, wie funktioniert das mit diesen BVMW-Kooperationsnetzwerken. Sie sehen oben links kleine, innovative Unternehmen, die in der Regel kleiner als 100 Mitarbeiter sind. Auch Hochschulen, aus Hochschulen kommen auch gute Ideen, innovative Themen. Bei den Unternehmertreffen bleibt die Zeit da, damit man sich austauscht, dass man die Köpfe zusammensteckt. Daraus entstehen richtig gute Konzepte. Wir transportieren diese guten Konzepte auch weiter an größere Unternehmen, größer 1000 Mitarbeiterunternehmen. Und gemeinsam zwischen kleinen innovativen Unternehmen und großen Unternehmen entstehen dann zum Beispiel Veranstaltungen, die den gesamten Mittelstand adressieren. Der BVMW will etwas bewegen. Es gibt hier im Rhein-Main-Gebiet 50 BVMW-Unternehmertreffen, die die Basis bilden für dieses Kooperationsnetzwerk. Das sind unterschiedliche Branchenveranstaltungen. Wir brauchen für diese 50 Unternehmertreffen 100 Impulsvorträge. Jeden Abend haben wir 2 Impulsvorträge, à 20 Minuten. Diese Impulsvorträge werden aufgezeichnet und stehen dann auf dem BVMW-YouTube-Kanal auch zur Verfügung. Wir haben damit natürlich auch eine überregionale Reichweite. Auch die Personen, die Unternehmen aus dem Mittelstand, die heute Abend nicht hier sein können, haben die Chance, dann entsprechend von diesen Impulsvorträgen zu profitieren. Wir suchen auch nach 1000 guten Ideen für den Mittelstand und werden die über unsere Kommunikationsplattform natürlich auch an den Mittelstand weiter transportieren. Damit wir das alles weiter ausbauen können und die Netzwerke werden immer größer, brauchen wir natürlich Unternehmer, Förderer und Investoren, um das ganze Netzwerk, das BVMW-Netzwerk weiter auszubauen. Ich bin gerne Ihr Ansprechpartner, wenn Sie sozusagen daran interessiert sind, mitzumachen in einem starken Netzwerk, kommen Sie gerne auf mich zu. Wenn Sie wertvolle Unternehmerveranstaltungen finden wollen, dann schauen Sie mal auf Unternehmerkalender und zu dem YouTube-Kanal kommen Sie, wenn Sie vor Unternehmerkalender das Wörtchen YouTube Punkt setzen, dann kommen Sie zu dem YouTube-Kanal und können auch seit September, seit wir das machen, die ganzen Impulsvorträge sich anschauen. Es sind spannende Themen dabei. Auch einige hier heute Abend, die selbst schon Impulsvorträge gehalten haben mit tollen Themen, sind erfolgreiche Unternehmen, die entstehen in den Netzwerken. Und ich kann Sie nur ermutigen, machen Sie mit. Ich freue mich jetzt an der Stelle auf unseren ersten Impulsvortrag beziehungsweise auf die 2 Impulsvorträge, die kommen. Bauen im großen Stil. Der Herr Leutner war Projektleiter und zuständig für das Projekt der Elbphilharmonie. Ich bin gespannt, er kann sicherlich sehr viel aus der Praxis erzählen. Hier sehen Sie nochmal ein Bild. In der Bild.de war ein Artikel auch drin. Es ist noch nicht allzu lange her, dass er sozusagen in dieser Funktion nicht mehr ist. Und vielleicht auch noch ein Hinweis zu dem Unternehmen Skill Software. Dieses Foto ist entstanden bei einer Veranstaltung, bei einer BVMW-Veranstaltung in Berlin. Dort wurde nämlich der Telekom Innovationspreis verliehen. Das Unternehmen Skill Software hat sich beworben um den Telekom Innovationspreis mit dieser mobilen Baustellendokumentation, hat sich durchgesetzt gegen 500 Unternehmen und hat den ersten Preis errungen. Es gibt dadurch durch die Telekom auch gesponsert ein tolles Video. Das kann ich Ihnen nur empfehlen. Vielleicht sehen wir es auch gleich im Rahmen des Impulsvortrags. Und hier noch die Information. Hier auf der linken Seite des Bildes sehen Sie das Square von außen. Auf der rechten Seite sehen Sie das Besucherleitsystem, was in dem Gebäude den Besuchern hilft, den kürzesten Weg innerhalb dieses 600 Meter langen Gebäudes zu finden. Herr Leitner, ich mache die Bühne frei und bitte Sie um Ihren Impulsvortrag.